So, ja, für diejenigen, die das hier verfolgen, haben ja gesehen, dass ich in der letzten Folge ja gesagt habe, dass mir eine Dichtung fehlt und dass ich die jetzt selber herstelle. Und wie das funktioniert, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit, weil es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, wir haben ja hier das Bauteil an sich. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Und man muss halt diese Konturen entsprechend abdichten. Ja, dafür gibt es natürlich die Kaufdichtungen, die kosten Schweinegeld, unverschämt teuer. Und deswegen mache ich meine Dichtungen schon seit einigen Jahren immer selber. Wie funktioniert das? Nun, von der Sache her muss man dieses Bauteil einfach nur ja, auf den Scanner legen. Und zwar so, wie es kommt, so auf den Scanner. Und dann kriegt man so ein wunderbares Bild heraus. Ja, da sieht man entsprechend die Konturen. Ja, und dieses Bild hier zwar im Papier, man braucht es eigentlich digital, importiert man in ein Schneideprogramm oder in ein Plotterprogramm. Ich benutze hier das Brother Canvas Workspace. Das ist das Programm, was bei meinen, ja, was bei meinem Schneideplotter dabei war. Ja, und dann ist es relativ einfach. Man importiert dieses Bild, zeichnet die Konturen nach und bekommt dann entsprechend so ein Schnittmuster, so wie das hier gerade aussieht. Ja, und dann kann man das wunderbar ausplotten. Natürlich einen Probeplot machen. Das habe ich hier mal gemacht. Das ist jetzt eine Papierdichtung und ich zeige euch mal, dass die Papierdichtung, wenn man das scannt, genau 1 zu 1 hier drauf passt. Ich hoffe, dass ich. Oh, ja, das kriegt man so ganz gut hin. Ja, so, seht ihr das? So. Ja, das ist jetzt der Probeplot, den ich hier rausgemacht habe. Und jetzt nehme ich euch mal mit zum Liveplot, damit ihr das seht, wie dann das hier entsprechend rauskommt. So, das ist mein Schneideplotter. Ich habe das Programm schon geladen. Ich habe also die Schneiddaten schon geladen von der Seta Honda Lead 50 Kurbelwellendichtung. Das ist ein Spezialpapier, ist ein Dichtungspapier. Gibt es in verschiedenen Stärken. Ich glaube, ich habe hier das Standardpapier genommen. Ja, und schon zwei Dichtungen schon mal ausgeplottet. Jetzt wollen wir hier die nächste plotten. Ich gehe jetzt hier auf OK. Ich will es schneiden und los geht's. So, und das war's. Ich kann jetzt hier die geschnittene Dichtung rausnehmen. Ja, mit einer Hand ist das immer nicht so leicht. Ja, ich stelle euch mal zur Seite und mache mal die Dichtung raus. So, ja, wenn alles gelaufen ist, liegt hier das fertige Produkt. Hier haben wir die Dichtung. Ja, das Ausgefranste kommt daher, dass man das halt beim Plotten nicht durchschneidet. Sonst ja, verrutscht natürlich das Inlay und dann kann man die Löcher da nicht mehr schneiden. Da gibt es sicherlich auch andere Alternativen, wie man das noch ein bisschen schlauer machen kann. Aber für diesen Zweck ist das vollkommen okay und wenn hier so ein paar Fusseln dran sind, da kann ich auch prima mit leben. Ja, so viel zum Thema Dichtung plotten. Wie gesagt, das ist wirklich ein sehr preisgünstiges Verfahren, auch wenn man die Anschaffungskosten für diesen Schneideplotter mit einrechnet. Ich glaube, ich habe damals 150 Euro dafür bezahlt. Ja, hat man dann halt schon den großen Vorteil, nicht nur sowas hier platten zu können, sondern auch ja, Logos, Tribal und was da so alles gibt. Das bietet einen halt ja, eine gewisse Kreativität und eine gewisse Kostenübersicht, wenn man sich überlegt, so eine Dichtung kostet vielleicht 6 Euro, wenn ich sie herstelle, aus einem Blatt Papier vielleicht 30 Cent, sind das halt schon die Unterschiede. Ja, so viel zum Thema Plotten von den Dichtungen. Ich gucke mal, wie kalt es heute draußen in der Garage ist und vielleicht baue ich die Motorenhälften heute auch noch zusammen. Wenn nicht, geht es die nächsten Tage weiter. Also bleibt dran, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Freut mich immer.